Ghostbusters! Nein, also dieses Einsingen hat überhaupt nichts mit Geistern zu tun und etwaige Assoziationen sind keine Absicht. Ich bin Verena von singdu.de und los geht's. Wir legen heute los mit einer Atemübung. Stellt euch dazu am besten hüftbreit hin, Knie sind nicht durchgestreckt und stellt euch ganz aufrecht und gerade hin. Denkt das auch vom Rücken her, ne? Dass ihr euch nicht krumm macht, sondern wirklich auch hier, Schultern sind zurück, ganz aufrecht hinstellt und Kopf schaut nach vorne. Die Atemübung heute ist mehr ein Pusten. Also wir stellen uns vor, dass wir drei Kerzen vor uns haben und dass wir die auspusten wollen. Wir wollen damit in die Tiefatmung kommen. Wenn ihr das nicht mehr genau auf dem Schirm habt, wie das mit der Tiefatmung war, verlinke ich euch da oben mein Video zur Atemübung. Dort erkläre ich ganz genau, wie man in die Tiefatmung kommt, was die Tiefatmung ist und so weiter. Aber das erkläre ich jetzt nicht nochmal hier. Wir pusten die erste Kerze aus, atmen danach ein, pusten die zweite Kerze aus, atmen danach ein, pusten die dritte Kerze aus und atmen danach wieder ein. Beim Einatmen denkt dran, Bauchdecke lösen und entspannen. Beim Pusten selber müsste das Zwerchfell und die Bauchdecke richtig was tun. Stellt euch nicht zu kleine Kerzen vor, ne? Nicht diese kleinen Mini-Geburtstagskerzen, da muss man nicht stark pusten, sondern wirklich eine große, solide Kerze und eine gute Flamme, wo man mal richtig kräftig pusten muss. Okay, Kerze Nummer 1. Einatmen. Kerze Nummer 2. Einatmen. Kerze Nummer 3. Einatmen. So, jetzt sind die Kerzen nicht wirklich ausgegangen. Wir machen es einfach nochmal. Wir müssen nochmal kräftiger pusten. Wichtig ist, pustet nicht von da. Pustet wirklich von dem Zwerchfell, von der Energie, von eurem Bauch. Nutzt die Stütze dafür. Nutzt nicht hier den Hals und nicht, sondern wirklich, da soll sich was tun im Bauch. Machen wir nochmal. Also noch eine größere Kerze. Oder sie ist noch nicht ausgegangen. Noch energischer. Und Kerze Nummer 1. Einatmen. Kerze Nummer 2. Einatmen. Kerze Nummer 3. Einatmen. So, jetzt ist das Zwerchfell etwas geweckt und der ganze Körper vielleicht auch schon etwas geweckt. Jetzt wollen wir die Stimme mal ein bisschen aufwärmen. Ganz sanft mit einem U. Ihr könnt entweder ein Hu draus machen, H-U, oder einen sanften Einsatz wählen, U. Das ist dann nicht mit so einem Glottisschlag, nicht das davor machen, sondern wirklich ganz sanft wärmen. Wir nehmen dafür ein Glissando nach oben und nach unten. Wir legen von hier los und ganz geheimnisvoll, auch schon vom Körper in diese geheimnisvolle Stimmung gehen. Ein schönes U wie Uhu. Bitte. Also alle Töne, die zwischen dem unteren und dem oberen sind, wollen wir jetzt verschmieren und hörbar machen. Aber immer mit einem U. Nicht U oder U-A-U irgendwie machen, sondern wirklich bleibt bei einem ganz klaren U wie Uhu. Und wie immer gilt, singt nur so hoch, wie es für euch bequem ist, singt nur so tief, wie es für euch bequem ist. In der nächsten Übung möchten wir U und I miteinander kombinieren. Wie die Übung klingt, ich singe sie euch ganz schnell mal vor. Wir legen mal von hier los.
Achtung, nicht das I breit machen und lächeln, sozusagen, auch wenn das Lächeln sehr schön ist. Lächelt dann bitte aus den Augen. Aber jetzt wollen wir ui machen. Aber wir können hier lachen und lächeln und hier so die Sängerbäckchen haben. Bei diesen oberen Hu-Hu-Hu sollt ihr schon immer von hier ein paar kleine Impulse geben. Ihr müsst nicht unbedingt einatmen, aber schöne Impulse geben. Dafür den Rest super Legato. Einen probieren wir noch. Die nächste Übung, ich weiß nicht warum, erinnert mich immer so an die Walpurgisnacht. Wir wollen auf jeden Fall jubelnd nach oben singen mit Ho-a-ho oder Ho-ha-ho, wie es für euch bequemer ist. Wir fangen an von hier und dann gehen wir schrittweise in die Höhe. Ihr sollt richtig nach oben jubeln, also mit Spaß, mit Begeisterung wirklich nach oben jubeln. Aber jubelt nur so hoch, wie es für euch bequem ist. Wir starten deswegen ein bisschen tiefer, damit alle mitjubeln können. Und dann die Soprane können noch ein bisschen höher und die Tenöre auch noch ein bisschen höher jubeln. Aber wir kommen auch wieder zurück. Also es ist für alle was dabei. Legen wir los. Mit Energie. Noch einer mit Schwung. Bleibt vom Mund rund. Nochmal ho, wow, oh. Nochmal daran bitte denken. Und mit Schwung vom ganzen Körper. Wenn euch dieses Einsingen gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert auch die Glocke und bis zum nächsten Video.